also die Reichen haben sich dann solche Kapellen als Grabstätten erstellen lassen. Das ist die Grabstätte für Filippo Lippi. Entschuldigung, Filippo Strozzi und gemalt von Filippo Lippi. So sahen die Grabstätten dann aus. Prachtvoll, prunkvoll. Filippo Lippi haben wir als Künstler auch gestern in der Galleria Palatina gesehen mit seinen Werken. Hier in der Mitte sehen wir die Darstellung der Jungfrau Maria, also sein Werk. Ein wunderbares Fenster der Kirche und die Malereien. Also die Grabstätte von Filippo Strozzi von 1492.